Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier mit dem Studio, immer noch im alten Studio vom Super Internationaler Meister Hagen Pötsch. Ja, ich wollte mal wieder schreckliche Neuigkeiten überliefern. Das ist hier mein Job als Nachrichtensprecher. Und zwar geht es um mein ganzes Leben irgendwie, aber hauptsächlich um Schach. Da hat der Teufel wieder seinen Finger ins Spiel gehabt. Bei einigen Sachen wurde ich hier benachteiligt und das geht ja mal gar nicht. Da muss ich mich mal öffentlich drüber aufregen. Nämlich, vor fast einem Monat, fanden die deutschen Schnellschachmeisterschaften statt. Und zwar in Baden-Württemberg. Und dort habe ich 7 aus 9 Punkte geholt und wurde am Ende nach Buchholz nur Zweiter. Ja. Wieder mal so, so typisch irgendwie, habe die ganze Zeit geführt. Vor der letzten Runde hat dann der spätere Erste, Matthias Dann, hat zu mir aufgeschlossen und wir haben dann die letzte Runde nur Remis gespielt. Natürlich, ich hatte es in der Hand, aber gut. Und ja, und alles fing schon mit der ersten Runde an, dass ich gegen jemanden kam, der eigentlich überhaupt nicht auf diesen Setzlistenplatz gehört und so weiter, ja. Na gut, und dann halt noch andere Sachen, Faktoren haben eine Rolle gespielt, wie es wird die Buchholzwertung als Zweitwertung genommen, die Stichkämpfe wurden abgeschafft, entweder letztes Jahr oder dieses Jahr, irgendwie sowas. Und ja, das ist wieder so typisch gewesen, nur um mir den Titel zu versauen. Das war schon vor 11 Jahren, erinnere ich mich sehr gut, ne? Da war es bei den Jugendhessenmeisterschaften, da gab es vorher auch Stichkämpfe und dann ausgerechnet im Jahr 2005 wurden die abgeschafft und dann habe ich und jemand anderes, der jetzt eigentlich schon so gut wie kein Schach mehr spielt. Grüße an Leander. Ja, wir haben beide 8 aus 9 geholt. Und ja, 8 aus 9 ist eine Riesenleistung. Also wenn es nur 2 Punkte gleich sind mit so viel Abstand, dann muss eigentlich schon ein Stichkampf oder... Aber das Schlimme war ja noch nicht mal, dass ich nicht Hessenmeister wurde, sondern dass noch nicht mal ein Antrag gestellt wurde, dass ich zur deutschen Meisterschaft fahren könnte. Ja. Ja, und so, und dazu kommt noch, mit dem deutschen Schach geht es hier wirklich sowas von bergab. Dazu kommt noch letzte Woche gab es die deutsche Einzelmeisterschaft in Lübeck, die ich schon die ganze Zeit als Rasmus Swane-Show bezeichnet habe. Und auch da gab es dann den Fall, dass 2 Leute 7 aus 9 hatten. Und da wurde aber nicht die Buchholz verwendet, sondern die Gegner-Elo, was glaube ich, das ist auch in anderen Turnieren jetzt neu so, auch in Wiesbaden der Schlosspark Open, da war es vor ein paar Jahren noch die Fortschrittswertung und jetzt ist es die Gegner-Elo. Ja, und das soll so angeblich daran liegen, dass die FIDE, also dass die Wertung, die offizielle FIDE-Zweitwertung, die erstmal die gegnerische Elo, Durchschnitts-Elo ist. Ja, wie auch immer. Aber warum macht man das dann bei den deutschen Meisterschaften so? Bei den deutschen Schnellschachmeisterschaften nimmt man eine andere Zweitwertung, ja? Und da war dann, ist dann plötzlich am Ende, Sergej Kalinichev ist an Swane vorbeigezogen und also beide 7 aus 9. Also für mich hat das Turnier auch keinen Sieger gehabt. Ja, das ist wirklich schade. Da müssen wir wirklich bessere Regeln geben. Außerdem war es so, bei der deutschen Schnellschachmeisterschaft, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, wurde die Bedenkzeit verkürzt, aber das stand in der Ausschreibung überhaupt nicht richtig drin, wann die Siegerehrung war. Da stand nämlich noch irgendein Datum von 2013 drin, da habe ich gar nicht richtig drauf geguckt, und da stand Siegerehrung 14.30 Uhr. Aber die Siegerehrung fand 13.30 Uhr statt. Stattdessen hätte man theoretisch auch noch 2 Schnellschachpartien oder so spielen können. Aber wenn es dann nicht entschieden ist, ist natürlich, kann man dann auch wieder nichts machen. Ich meine, früher gab es Blitzstichkampf und das ist natürlich das einzige Argument, das dagegen gegen Blitzstichkampf spricht, ist, dass Blitz halt eine andere Disziplin als Schnellschach ist. Ist klar. Aber trotzdem, irgendwie muss es doch besser entschieden werden können. Was ansonsten mein restliches Schachleben betrifft, spiele ich
In der Liga, ich habe irgendwie sowas von keinen Bock auf Schach, ja. Zum Glück ist es auch im Moment nicht das Einzige in meinem Leben. Aber ja, ich spiele ja, habe bisher immer in drei verschiedenen Ligen gespielt. Deutsch, Österreich und Belgien. Und jetzt, diese Saison, so wie es aussieht, muss ich euch leider enttäuschen. Ich spiele nur in Deutschland und selbst da, wird meine Mannschaft zu fast 100% absteigen. Keine Chance sehe ich da, ja. In Österreich. Ach ja, ich habe das Thema Deutsche Meisterschaft noch nicht ganz abgehakt. Letztes Jahr nämlich habe ich die Hessenmeisterschaft gespielt. Das war die Qualifikation dafür. Und ich habe vorher aber schon den Dänen-Pokal abgesagt. Denn letztes Jahr Dänen-Pokal hätte ich mich auch qualifizieren können. Da wäre ich meilenweit an 1 gesetzt gewesen beim Dänen-Pokal. Aber habe es halt wegen eines zeitgleichen Turniers, wo es mehr Geld gibt, nicht gemacht. Ja, Dänen-Pokal. Ja, hat am Ende jemand mit 2200 gewonnen. Gut, es waren auch ein paar mit 2300 dabei, aber da bin ich ja klar besser. Ja, und bei der Hessenmeisterschaft hätte ich in der letzten Runde, also jetzt mal abgesehen von dem Turnierverlauf sonst, hätte ich halt in der letzten Runde ein gewonnenes Läuferendspiel. Ja, ich hätte es nur gewinnen müssen gegen Juri Beutmann und wäre alleiniger Erster mit 7,5 aus 9 gewesen. Ich glaube mit 7,5, ja. Und stattdessen mache ich Remis. Und an 1, der Daniel Malek, der eigentlich einen halben Punkt Vorsprung vor allen hatte, hat verloren. Und ist dann trotzdem wegen der Buchholz Erster geworden. Ja. Und ich wurde nur Dritter nach Buchholz. Ja, und hätte ich da gewonnen, wäre ich jetzt zur deutschen Meisterschaft gefahren, die letzte Woche oder diese Woche stattfand und hätte Riesenchancen auf den ersten Platz gehabt. Oder zumindest auf den zweiten. Denn, wie gesagt, vor mir wäre nur Rasmus Swane gesetzt gewesen. Ja, und was die Ligen betrifft, ja, in Belgien werde ich nicht mehr spielen, der Weg ist mir einfach zu weit und ich habe dann halt währenddessen Studium und da will ich nicht jeden immer einen Sonntag opfern, auch wenn ich es machen könnte. Ja, manchmal, ich bin einmal schon auf der Rückfahrt mit dem Auto im Schnee stecken geblieben. Letzte Saison war es auch immer so, dass ich nur 2 Stunden gespielt habe oder ja ziemlich schnell gewonnen haben und musste noch auf alle warten. Ja, jetzt diese Saison, das erste Spiel war so, dass ich ganz lange gefoltert wurde und dann gerade noch Remis bekommen habe und dann ja nach 6 Stunden oder 5 Stunden oder 6 Stunden Spielzeit, ja, endlich konnte ich dann zurückfahren und habe es dann gerade noch immerhin nach Mainz geschafft. Wie auch immer. Ja. Wie gesagt, Ankündigung, demnächst werde ich keine Turniere spielen. Eigentlich gar nichts vor. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Natürlich, Großmeister bin ich ja für mich selbst eh schon. Werde ich höchstwahrscheinlich auch noch. Ich muss mich da auch mal anstrengen. Ja, belgische Liga spiele ich nicht mehr, weil ich einfach auch die Chance auf eine Norm nicht mehr sehe. Also letzte Saison mit 6,5 aus 7 am Ende oder 5,5 aus 6. Also da hätte ich auf jeden Fall Chancen gehabt, wenn die halt nicht so super aufgestellt hätten, wenn die mich vorne hätten spielen lassen und oft spielen lassen, dann hätte ich da möglicherweise eine gemacht. Aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr darauf. Auch weil sich so viel überschneidet mit der deutschen Liga. So, dann die österreichische Liga. Ich glaube, es hackt, ja. Letztes Jahr wurde ich gleich in den ersten Runden nicht eingesetzt. So, und wenn man ein Wochenende lang, das ist ja ein Dreifach- oder Vierfach-Spieltag, nicht eingesetzt wird, kann man keine 9 Runden mehr spielen. So, und ich wollte aber 9 Runden mindestens spielen. Und da ich nicht eingesetzt wurde, sehe ich jetzt auch keinen Sinn mehr darin, nochmal hinzufahren. Denn nur ja genau, der zweite Spieltag wird wahrscheinlich in Semesterferien sein und das dritte Wochenende nicht mehr. Letzte Saison bin ich ja noch in Österreich am Ende hingefahren und habe dann die letzten 3 Runden gespielt und auch das Blitzturnier und habe dann 2 Medaillen einfach nach Hause genommen am Ende. Immerhin als Andenken von Österreich. Ach ja, übrigens, und Belgien, und diese Nachricht geht an alle, die hier in meiner belgischen Mannschaft spielen. Ich habe euch nur ausgenutzt. Ich habe so lange gespielt, bis ich dieses Wirtsfeld-T-Shirt bekommen habe. Und jetzt habe ich's. Und jetzt muss ich nicht mehr spielen. Tschüss. Nein. Ja. Also jedenfalls in den beiden Ligen werde ich, also auch höchstwahrscheinlich in Österreich werde ich nicht mehr spielen, auch wenn es als Urlaub super cool ist.
Ja, und in Schöneck, da wurde ich ja unglücklicherweise mit meiner Mannschaft in die zweite Liga Süd geschickt, statt in die West. Die Süd ist viel besser besetzt als die West inzwischen. Und da sind echt Mannschaften mit teilweise 8 gemeldeten Großmeistern, die aber nicht immer spielen. Und ja, mal schauen, mal gucken, wie es weitergeht. Aber unsere Abstiegsgegner, also Abstiegskonkurrenten, die haben schon die erste Runde gewonnen, ja, gegen bessere. Und ich glaube, da werden wir ganz ja, schlechte Karten haben. Also müssen ja mindestens dreimal gewinnen und oder sowas. Ja, und das wird einfach fast unmöglich sein. So, das war es erstmal davon. Ja, auch vor kurzem noch meine letzte Klausur, die ich geschrieben habe. Ich habe gedacht, ich konnte alles, also zu allen Themen konnte ich eigentlich Aufgaben machen. Und dann habe ich mich halt trotzdem noch vorbereitet und trotzdem habe ich es nicht mal bestanden, die Klausur. Unglaublich. Ich habe an dem Tag wirklich ganz schlecht geschlafen und ja, und so weiter. Und da war ich so schlecht drauf vor der Klausur, obwohl die erst um 10 Uhr war. Und naja, hätte besser laufen können. Und ich meine, 70% aller Mitschreibenden haben, glaube ich, bestanden. Ja, so schwer war die auch nicht, war auch machbar. Aber ich habe ewig an der ersten Aufgabe schon rumüberlegt und das zu lange, obwohl ich ja auch die anderen 5 hätte machen können. Also gut, ansonsten lege ich meinen Schwerpunkt trotzdem auf mein Studium und nicht aufs Schach. Schach, das ist echt, kann man depressiv werden und würde ich nicht empfehlen. Entweder ganz oder gar nicht und ich glaube, ich lege mich jetzt eine Runde schlafen, mache weiter an meinen Aufgaben und fahre weg. Ja, wenn ihr ein Geschwätzblitz wollt oder was auch immer, schreibt es mir unter die Kommentare. Ich bin ja nicht so heiß drauf und ich habe auch wenig Zeit. Ja. Ich weiß nicht, was noch zu sagen gibt. So, ich bin ja eigentlich eher schüchtern. Ich glaube, ich habe mich schon 100 Mal wiederholt hier. Ne? Also macht's mal gut, haut rein. Ich muss nur mal meine Wut rauslassen. Wie gesagt, deutsche Schnellschach, deutsche Einzelmeisterschaft. So, die deutsche Blitz spiele ich auch erst gar nicht mehr mit. Ja, irgendwie verarscht worden. Ach ja, übrigens, ein kleiner Trostpreis war natürlich für mich, dass ich jetzt im Blitz und im Schnellschach Super-IM bin. Also im Schnellschach habe ich 25 Elo etwa gewonnen. Da wäre ich dann natürlich mit der Gegnerschnitt-Elo auch vor Matthias dann gewesen. Ja, wenn das als Zweitwertung genommen wäre, wäre ich Erster. Ne? Ja, und also bin ich jetzt Super-IM im Blitz und Schnellschach, aber im Normalschach, im Langschach habe ich knapp unter 2500. Das muss ich noch holen, das wäre mal so ein cooles Ziel, aber naja, auch weit weg von meiner höchst Elo 2521. Ja, alles klar, man sieht sich und haut rein, bis bald. Ich hoffe, ich kriege das Video schnell hochgeladen, denn ich muss heute noch weg. Ciao.